Es geht jetzt weiter mit dem Thema Spindelmäher wieder aufbauen. Wir haben ja einmal den John Deere. Da habe ich ja vor ewigen Zeiten gefühlt meine Spindel auseinandergeschraubt. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Und jetzt sind fast alle Teile wieder da. Ich werde heute anfangen, die Spindeln zusammenzubauen. Die erste wichtige Aufgabe ist, das Untermesser vom Untermesserbalken oder von der Messeraufnahme zu befreien. Und da sehe ich ja schon die nächste Herausforderung auf mich zukommen. Ja, mal gucken, was draus wird. Bis gleich. Yeah! Ja, Freaks, hier sind meine geschliffenen Messer vom John Deere. Ich habe hier einen kleinen privaten Spindelschleifer aufgetan, der mir für wirklich günstiges Geld, muss ich sagen, diese Spindel geschliffen hat. Der hat eine richtig schöne Schleifmaschine. Das ist mega, mega cool. Nur hier ein paar Dörfer weiter. Auch so ein richtiger Freak, so ein richtiger Hobbybastler, der sich auch so mit Gartengeräten beschäftigt. Er war dann ziemlich entsetzt hinterher, als er festgestellt hat, wie viele Messer diese Spindel hat. Hat er mir aber sehr, sehr schön geschliffen. Und das ist schon mal klasse. Normalerweise kostet das Schleifen der Spindeln, allerdings in der Spindel dann montiert, kostet das Schleifen pro Spindel 180 Euro. Ich habe dafür jetzt lockere 45 Euro bezahlt, hat dann auch am Ende noch 5 Euro nachgelassen für die drei Spindeln. Also 130 Euro für drei Spindeln habe ich gezahlt. Das ist ein echt fairer Preis, da bin ich total begeistert. Sieht sehr gut aus, hat er gut gemacht. Und ich hoffe mal, dass diese Messer dann auch richtig, richtig gut wieder schneiden. Oh, jetzt habe ich einen neuen Untermesser, die muss ich jetzt mal raufschrauben und dann wird es langsam richtig heiß. Es gibt noch viel zu tun, wir werden sehen, wie wir das heute hinkriegen. Ja, Freaks, das ist hier das Untermesser und hier sieht man die ganzen Schrauben, die man jetzt rausschrauben muss. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich hier so einen schönen Bit, der auch, naja, relativ gut passt. Ja, die Schrauben gehen nicht raus. Ich versuche es mal mit Hitze, aber das wird ein Drama. Das wird das absolute Drama hier. Ob das jetzt funktioniert? Leute, ich glaube es nicht. Aha! Mann, ey. Aber da geht aber auch nicht eine raus. Nicht eine. Da vernattelt bloß die Schraube. Ganz schön kalt heute und es regnet auch. Das ist ein Gruselwetter. Aber wir haben ja eine warme Werkstatt. Ich war ja so verzweifelt und dachte, ich muss jetzt diese Schrauben da alle rausdrehen und das geht überhaupt nicht. Die sind total butterweich und ich kriege die nicht gelöst und festgerostet. Oh, so ein Mist. Und war nun gestern in der Werkstatt bei meinem John Deere Händler, um die Radmotoren abzugeben. Könnt ihr nochmal angucken, Radmotoren ausbauen beim Toro. Ja, dann fragte ich den John Deere Händler, sag mal, wie macht ihr das eigentlich mit den Untermessern? Er sagte, ja, die Schrauben müssen wir mal ausbohren. Ich sag, was? Ja, die Schrauben bohrt man immer aus, die kriegst du nicht raus, die musst du ausbohren, machen wir immer. Ich so, okay, Schrauben ausbohren? Wirklich? Ja, ja, dann musst du das Gewinde rauspulen und nachschneiden, das geht schon, ist kein Problem. Ja, Mensch! Dann mal los jetzt, bohren. Dann versteht man natürlich auch, warum so eine Spindelreparatur so wahnsinnig viel Geld kostet. Ich habe so ein schönes neues Zeug hier gekauft von Liqui Moly. Und zwar so eine Handschutzcreme. Die ist echt ziemlich gut. Hat aber eine ganz merkwürdige, schaumige Konstellation. Erzeugt so einen durchgehenden, geschlossenen Schutzfilm auf der Haut. Riecht aber nicht schlecht. Braucht ein bisschen, bis sie so eingezogen ist. Aber danach kann man wirklich hervorragend die Hände abwaschen und hat nicht diesen öligen Mist Ewigkeiten in den Fingern hängen. Oh, der ist voll daneben, ey.
aber ist das kacke. So, ich nehme jetzt einen 6,5er Bohrer, damit ich auf jeden Fall den Kopf von der Schraube wegkriege. Yo! Ja! 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 Nicht da! Ja! Ja! Bisschen ölen, kühlen. Ja! Gleich fällt er mir entgegen, ne? Gleich fällt er mir entgegen. Okay. Ja, jetzt ist er stumpf. Sehr gut. Nachschleifen. So, letzte Schraube. Oh, Leute. Ah, da fehlt noch eine. Oh, Fetz. Und das ohne Handschuh. Darf man nicht machen. Das ist das alte Untermesser, Freaks. Wir bohren jetzt mit dem Kernlochbohrer. Oh, die dreht sich. Ist ja interessant. Oh. Guck mal hier, kommen jetzt die... Die drehen jetzt alle raus. Das ist ja witzig. Oh, komm ey. Die drehen sich raus. Das Gewinde mit einmal nachgeschnitten. Vorsichtig. Leider, leider, leider ist einer nicht so gut geworden. Ich hatte schon überlegt, so einen Helikol-Einsatz zu kaufen, wenn ich die ganz ausbohren muss. Aber wenn man nämlich die Köpfe ab hat, dann drehen sich tatsächlich die Schrauben raus. Das ist echt interessant. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Wunderbar. Ja, ich habe jetzt das neue Untermesser hier schon ausgepackt und jetzt kommen mir die neuen Schräublis rein und das sieht schon richtig gut aus. Sieht richtig, richtig gut aus. So, und dann muss das da ganz bestimmten Reihenfolge angezogen werden. Dazu brauche ich nochmal mein Büchlein. Und zwar geht das nochmal 1, 2, 3 von der Mitte, links, rechts. Aber ich brauche das Drehmoment. Das habe ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wo das... Nicht verkanten, nicht verkanten. Wunderbar. Warum die jetzt hier Löcher haben, weiß ich auch nicht. Egal. Das ist doch schon mal was, das ist doch schon mal cool. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So. Werden hier vorsichtig angezogen.
letzter Act, aus der Mitte heraus sauber die Schrauben anziehen mit 7 Newtonmeter. Schön anpassen, draufhalten, klack. Und dann immer schön im Wechsel, klack, die Dinger jetzt anziehen. Schön vernünftig ansetzen. Seht ihr das überhaupt? Schön mittig platzieren. Zack, 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 zack. So. 7 Newtonmeter, das ist natürlich echt nix, ne? Aber wir tun, was wir sollen. Die dreht durch. Schade. Okay. Ja, Freaks, ich habe jetzt hier eine ganz flache Mutter eingesetzt, weil ich keine Lust habe, da ein neues Gewinde reinzuschneiden. Das passt schon. Ja, liebe Freaks, es geht in kleinen Schritten voran. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Das war das Thema neues Messer auf das Untermesser drauf. Wie wechsle ich das Untermesser beim Profispindelmäher? Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.